Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo, hier mal zum zweiten Teil von unserem Sure-Lock. Ich habe euch nämlich im ersten Teil gar nicht gezeigt, wie das ganze Teil hier mit der Fußfessel dann auch funktioniert. Der Sure-Lock ist hier ein Fesselsystem aus den USA. Guckt euch einfach nochmal das vorherige Video an, denn ich möchte das jetzt einfach mal im Schnelldurchgang anlegen und eben dann aber auch komplett. Ihr werdet also auch gleich einen Kamerawechsel erleben. Ich hoffe, das kriege ich auch so live hin. Ihr wisst, dass ich meine Videos immer doch etwas weniger schneide. Ja, der Sure-Lock wird hier entsprechend angelegt an die zu verhaftende Person. Wir haben hier links und rechts diese Griffe, die dabei helfen, dass man das ganze Ding nicht irgendwo verliert. Hier hinten dann die Schnalle, da bin ich auch schon im ersten Video näher drauf eingegangen. Wenn die zu ist, dann ist sie zu und wir haben dann hier die Möglichkeit, das Ganze zuzuziehen. Hier natürlich auch wunderbar wieder diesen Griff können wir nutzen, dass der Gefangene hier nicht irgendwo, also nicht hin und her geschleudert wird oder hinfällt. Und selbstverständlich können wir ihn dann damit auch führen. Mit zwei Beamten ist das dann sicherlich noch ein bisschen schicker. Hier vorne haben wir, wie ich euch auch schon gezeigt habe, diese Tasche. Die kann man eben öffnen und dann fallen die Handschellen hier heraus, dass man sie eben nicht irgendwo hier rumhängen hat und sie beim Anlegen des Gurtes stören, sondern dass das schön alles ordentlich ist. Und wenn man sie braucht, holt man sie hier aus der Tasche raus und legt sie entsprechend an. So, auch die andere Seite. Machen wir das mal so, analog zur anderen Seite. Den Double Lock, den setzen wir selbstverständlich hier mit den mitgelieferten Drahtteilen. Zack, Nummer 1 und zack, Nummer 2. Damit ein versehentliches Engerstellen hier der Handfesseln ausgeschlossen wird. Ja, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier, wie gesagt, schon diese WLAN-Handschellen. Was natürlich nicht so toll ist. Und mit diesen roten Zugbändern ziehen wir das Ganze einfach hier nach hinten. Hier ist ebenfalls ein abgeschlossenes Gurtschloss, welches hier den Zug nur in eine Richtung ermöglicht. Geöffnet werden kann das auch nur mit einem Handschellenschlüssel. Und auch auf der anderen Seite haben wir dann hier die Möglichkeit, so, zack, das Ganze zu ziehen. Und dann sind beide Handfesseln hier am Körper dran. So, als nächstes kommen wir hier zu den Handfesseln, zu den Fußfesseln. Nicht die Handfesseln, sondern die Fußfesseln, genau. Wir machen jetzt einmal Folgendes. Wir haben nämlich hier auch ein Gurtschloss, welches entsprechend hier variabel eingestellt werden kann. An einem Ende diese Handschelle und am anderen Ende dann die eigentliche Fußfessel an sich. Den Gefangenen drehen wir zur Montage einmal um und kann sich so ein bisschen aussuchen, woran man das befestigt. Ne, es ist eigentlich am besten, das hier zu machen. Hier kommt man nämlich am besten rein und es ist nicht sonderlich breit. Und ihr seht, jetzt hängen die Fußfesseln hier schon an der Gefangenen fest. Ich werde jetzt einmal die Kamera für euch drehen. So. Und dann können wir natürlich hier von hinten einmal die Fesseln nehmen. Ich mache es jetzt einmal so, dass die Schlösser nach oben zeigen, dann ist es natürlich auch wieder besser abnehmbar. Dann double locken wir die Fußfesseln selbstverständlich auch. So. Bis zum Klick, der war da. Manchmal ist es doch etwas fummelig bei den Boa-Fesseln. Und jetzt sehen wir, dass wir hier eben die Kette haben, die einen gewissen Abstand aufweist und daran befestigt dann hier diesen Gurt. Die Gefangene bewegt sich für mich jetzt ein bisschen zu schnell. Wir haben dann natürlich hier auch dieses rote Band. Ich setze die Kamera jetzt noch mal etwas
höher. So. Wie gesagt, dieses rote Band haben wir hier. Und dann hier natürlich das Gurtschloss. Und wenn ich das ziehe, dann kann ich hier das Ganze etwas auf Zug bringen. Also das heißt, die Bewegungsfreiheit doch ein bisschen einschränken. Ich kann es sogar so weit treiben, dass wenn die Gefangene im Gerichtssaal sitzt, dass ich das Ganze so weit hochziehe. Ich zeige euch das nochmal, wie es oben aussieht. Dass ich das Ganze hier oben so weit hochziehe, dass sie eben nur sitzen kann und nicht aufstehen kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, einfach ziehen. Sie geht dann schon leicht in die Knie. Und wenn es zu viel ist, dann kann man das Ganze hier natürlich auch wieder mit dem Schlüssel weiten. Das ist also sehr effektiv und auch einfach, um hier die Position der Gefangenen zu ändern. So, als nächstes nehmen wir die Fesseln wieder ab. Dazu nehmen wir natürlich hier die mitgelieferten Schlüssel. So. Immer so ein bisschen überlegen, in welche Richtung ich da eigentlich muss. Aber das ist die richtige Richtung. So, dann fangen wir hier mit den Füßen einmal an. Achso, halt schon. Da habe ich gerade nämlich in die Kamera geguckt und nicht zu den Fußfesseln. Das ist dann immer fatal. So, und das Einfachste ist dann natürlich, dazu stelle ich die Kamera aber wieder einmal hoch, wenn wir hier die einzelne Handfessel auch lösen, das Ganze vom Gurt abmachen, also möglichst wenig Gebamsel da dran haben und möglichst wenig Waffen für die Gefangene. Und wir können dann sagen, dass wir auch erst die Handfesseln lösen. Das können wir auch hier jetzt von hinten tun. Also ich habe es bewusst jetzt auch hier rückwärtig angelegt. Na, andersrum. So. So, dann ist die Handfessel los und die andere auf der anderen Seite. Ebenfalls. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Man muss erst in die eine Richtung drehen, den Double Lock lösen bei diesen Bohrumbauten und dann in die andere Richtung, um die Handfessel selbst zu öffnen. Ich mache das jetzt, diese Rückstellung für die Einsatzbereitschaft, wie im anderen Video auch zu sehen. Oh, ich habe ein bisschen verletzt. Mache ich jetzt im angelegten Zustand. Das ist für mich nämlich ein bisschen bequemer. Ich ziehe die also hier wieder nach vorne. Auf dieser Seite ebenfalls. So, und dann können wir das hier natürlich auch wunderbar machen. Wir öffnen hier wieder die Tasche, nehmen die eine Handfessel, legen sie hier rein und die andere Handfessel, die wir ebenfalls hineinlegen. Genau. So, und dann können wir die Tasche hier wieder schließen. Und im nächsten Step dann auf der Rückseite hier ins Gurtschloss. Ich mache das mal hier so vor der Kamera und den Gurt einmal öffnen und natürlich auch mit einem Druck auf den roten Press-Button hier den Gurt auch wieder vergrößern, dass ich ihn beim nächsten Mal wieder besser angezogen bekomme und entsprechend dann natürlich wieder variabel einstellen kann. Ja, ich hoffe, auch die kleine Vorführung hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.